Ja, hallo auch von mir. Ich bin Harald Sick. Ich bin wissenschaftlicher Referent mit Schwerpunkt Netzwerkanalyse beim Netz und der Forschungsstelle der BAG. Und ja, ich werde euch heute die Key Findings aus unserem neuen Trend Report vorstellen, also wie auf Telegram der Aufruhr zum Geschäft wird. Vielen Dank. Und Dominik, magst du auch noch was sagen? Ja, danke schön. Also mein Name ist Dominik Hammer. Ich bin Research Manager bei ISD Germany und dort verantwortlich für das Projekt Radikalisierung in rechtsextremen Online-Subkulturen entgegentreten, wo ich zusammen mit dem Forschungsteam eben Reports erarbeitet zu so alternativen oder Fringe-Plattformen und wie die im Zusammenspiel mit den größeren Plattformen von eben Akteuren des rechtsextremen Online-Milieus genutzt werden, von Verschwörungsideologinnen und anderen. Genau, und im Rahmen dieses Projekts haben wir auch uns in einem Report die Videoplattform Odyssey angesehen, die als sogenannte Incentivized Platform die Möglichkeit bietet, Inhalte zu monetarisieren und das mit Hilfe einer eigenen Kryptowährung, den Library Credits. Dazu werde ich aber gleich noch mehr erzählen. Ansonsten, ich bin Politikwissenschaftler, begeistert für verschiedene Formen des methodischen Herangehens on und offline, also ein großer Freund von verschiedenen Forschungsmethoden. Und ja, bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ihr werdet es alle auch gleich noch ein bisschen hören. Also neben all diesen unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten wird heute ein besonderer Fokus vor allem auf die Finanzierung über Kryptowährungen und dem Zusammenhang auch Spenden liegen, was nicht heißt, dass wir nicht auch andere Fragen oder Themen mit reinnehmen können. Der Chat ist offen, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ihr hört oder auch darüber hinaus, ich glaube, wir haben hier viele ExpertInnen im Raum und damit meine ich auch euch im Publikum, wo wir sicher die ein oder andere Antwort auf die Fragen bekommen werden. Und jetzt würde ich dich einladen, Harald, einmal mit der Präsentation zu starten und vorzustellen, was ja, ihr im letzten Trendreport sozusagen zusammengefasst und erforscht habt. Ja, vielen Dank. Könnt ihr das sehen und hören? Also mich hören? Sehr gut. Ja. Wie gesagt, ich werde euch vorstellen, wie auf Telegram der Aufruhr zum Geschäft wird. Das war Thema unseres Fokus aus dem aktuellen Trend Report. Und genau, begibt man sich so ein bisschen in die Telegram-Kanäle aus unserem Monitoring, also aus dem rechtsextremen und verschwörungsideologischen Spektrum. Begegnet man immer wieder solchen Nachrichten, wie ihr hier seht. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Hier links beispielsweise vom verschwörungsideologisch angehauchten Alternativjournalisten Roger Bittel beispielsweise mit seinem Videoformat Bittel TV, der hier um Spenden bittet via PayPal, gibt seine Bankverbindung an. Man kann ihm auch bei Patreon und Steady Geld schicken und Zuwendungen und eben auch über Kryptowährungen. Also er gibt hier seine Bitcoin-Adresse an und seine Ethereum-Adresse. Als zweites habe ich nochmal Eva Herrmann rausgepickt. Die kennt ihr wahrscheinlich alle als ehemalige Tagesschausprecherin, die hier ihr neues Buch Blutgericht Europa Pfeil bietet, in dem so ja, sehr martialisch mit vielen Totenköpfen der Untergang Europas und Deutschlands herbeifabuliert wird und das man auch beim Kopfverlag kaufen kann. Ein paar Nachrichten danach kommt dann immer gleich so das dafür notwendige Krisenaccessoire, also hier so eine tolle Powerbank, die man tragen kann und der man anscheinend sehr gut gewappnet ist für den drohenden Blackout und den Untergang und die man auch wieder beim Kopp Verlag kaufen kann. Uns haben vier Fragen interessiert. Zum einen, wie sich die demokratiefeindlichen Akteure versuchen zu finanzieren, welche Bedeutung den Plattformen beim Vertrieb von diesen Produkten zukommt und welche Plattformen tatsächlich genutzt werden und welche Rolle eigentlich die Kryptowährungen spielen.
und quasi so ein bisschen einordnen wollten wir noch untersuchen, wie sich die Konkurrenz und diese neue Gemengelage auf das Verhalten der Akteure auswirkt und so die Szene im ganzen Sinne. Dazu haben wir 12 Millionen textbasierte Nachrichten ausgewertet aus 1200 verschwörungsideologischen und rechtsextremen Telegram-Kanälen und konnten da ja, rund 265.000 Nachrichten extrahieren, die auf Monetarisierung hinweisen. Die gliedern sich in ja, so vier verschiedene Gruppen. Zum einen sehr prominent sind Affiliate-Links. Ganz vorne dabei ist hier der Kopfverlag, Waldkraft, aber auch Amazon. Sie bieten Merchandise an, eben auch wieder auf Amazon, aber auch auf eigenen Shops, wie beispielsweise dem Compact Shop oder auf 1. Und genau, sie bieten oder sie bitten um Direktzuweisungen, wie wir bei Roger Bittel gesehen haben, um Spenden via Banküberweisung, IBAN und so weiter. PayPal ist auch sehr ja, beliebt und wird sehr viel rege genutzt. Und eben auch kleine Plattformen wie GoFundMe, Klagepaten und eben auch Kryptowährungen. Als vierten Block haben wir noch Streaming-Seiten gefunden, wie beispielsweise DLive, Twitch, YouTube und Odyssey, zu denen Dominik später noch ein bisschen mehr sagen wird. Und genau. Wenn wir uns so ein bisschen die Verlinkungen der Plattformen im Zeitverlauf angucken, sehen wir erstmal, dass so der Kopfverlag so das prominenteste Medium ist, also die prominenteste Plattform. Da waren, glaube ich, fast, also über 90.000 Links dabei in unseren gemonitorten Daten, die zum Kopfverlag verwiesen haben. Wir sehen auch, dass hier in der ersten Hälfte 2021 das alles sehr stark zunimmt. Das hat vor allem mit den Corona-Protesten wahrscheinlich zu tun und mit den, mit der bevorstehenden Novellierung des Infektionsschutzgesetzes. Und ich mache die mal weg. Genau, bei den Direktzuweisungen sehen wir einen ähnlichen Trend, der flaut aber dann wieder so ein bisschen ab. Bis auf PayPal, das hat noch so einen ziemlich krassen Peak um die Jahreswende 21/22. Da im Winter war quasi so die Hochzeit der Corona-Proteste und der Spaziergänge. Und da wurden halt auch sehr viele ja, Spendenaufrufe in diese Mobilisierungsaufrufe mit reingestreut. Deswegen sehen wir da so ein sehr großes Aufkommen an PayPal-Verlinkungen. Ein ähnliches Bild sehen wir in der Kooperation, also vor allem in der ideologieübergreifenden Kooperation hier oben. Die nimmt auch stetig zu mit den Corona-Protesten, bis sie quasi auch dieses Peak im, ja, in dem Spaziergang Winter 21/22 erreicht und nimmt dann aber sehr krass wieder ab. Also wahrscheinlich durch eine fallende Mobilisierung, aber auch ja, durch vielleicht geringere Ressourcen in der Szene. Bevor wir das jetzt weiter bewerten und einordnen, wollen wir noch einen kurzen Blick in die Kryptowährungen werfen, weil wir da genau sehen können, wie viel tatsächlich bei den Akteuren ankommt und abschätzen können, ja, wie der Spendenmarkt dessen beschaffen ist, ne? Dazu haben wir 89 verschiedene Wallets identifiziert, die von 133 Kanälen beworben werden und auf die rund 2 1.700 Transaktionen eingegangen sind, die sich ja auf einen Gegenwert von ein bisschen mehr als 700.000 Euro summiert haben. Hier seht ihr noch ein paar der, ja, weiß nicht, der größten Akteure. Heiko Schrang beispielsweise mit 65.000 Euro an Eingängen. Nikolai Nerling, also known as der Volkslehrer, mit 13.700 Euro Eingängen. Und Ken Jebsen ist ein Portal, KenFM, der auf 53.000 Euro gekommen ist. Hier muss man allerdings sagen, dass sich die Eingänge nicht automatisch Spenden sind. Also die kaufen teilweise auch Kryptowährungen. Um aber so ein bisschen Einblick zu bekommen, was tatsächlich Spenden sind, haben wir Netzwerke gebildet. Ich hoffe, das könnt ihr einigermaßen erkennen. Das ist so das Transaktionsnetzwerk bei Bitcoin. Und genau, die Konten von den uns gemonitorten Akteuren haben wir hier in Rot eingefärbt. Hier beispielsweise sehen wir Ken Jebsen. Und die Konten, die den jeweiligen Akteuren Geld oder beziehungsweise Kryptowährungen transferieren, sind hier in Grün eingefärbt.
Und die Verbindungen bzw. die Bubbles, die hin und her fliegen, sind die einzelnen Transaktionen oder ja, visualisieren so quasi die Menge der Transaktionen. Was wir hier auf den ersten Blick ganz gut sehen können, ist, dass an diesen ja, Pusteblumen hier, dass halt viele der Akteure, gerade die Influencer, geschafft haben, so eine kleine Crowd um sich irgendwie zu scharen, die ihnen Geld transferiert. Und außerdem konnten wir ganz gut zeigen, also hier zeige ich mal kurz hier die Key Findings, das kann man jetzt nicht so schön im Netzwerk zeigen, dass es keine externen Finanziers der Szene gibt. Wir konnten eigentlich nur neun Entitäten nachweisen, die mehreren Akteuren Geld überwiesen haben und die Zuwendungen waren allerdings sehr, sehr gering. Also zwischen 3,50 € und 190 Euro. Da hätte ich eigentlich ja, mehr erwartet oder gedacht, dass es da vielleicht schon mehr Akteure gibt, die der ganzen Szene spenden und auch größere Summen. Wir konnten zeigen, dass die Akteure sich nicht gegenseitig unterstützen, was man auch eigentlich hätte vielleicht erwarten können, wenn man so bedenkt, dass hier okay so eine Art Bewegung ja vorgeben und da gibt es allerdings keine irgendwie Teilung von Kosten und so weiter. Obwohl sie auch teilweise die gleichen ja, Wallets bewerben. Sie teilen Spendenaufrufe, manchmal auch für Personen, die sich mit hohen Gerichtskosten konfrontiert sehen. Da gab es ein paar Beispiele. Insgesamt werben sie aber vor allem für sich selbst. Und wenn man so die Eingänge und auch die Menge an Transaktionen anguckt, sind vor allem diese Akteure vom Typ Influencer mit Abstand am erfolgreichsten. Also diejenigen, die auch ja, ein Videoformat oder Podcast und so weiter haben, die sich so quasi in Szene setzen als Alternativjournalisten und so weiter. Und lediglich die Querdenken-Kanäle haben zusammen konzertiert für das Konto von Michael Ballweg geworben. Also das hat auch nochmal so ein bisschen herausgestochen. So nochmal ein bisschen einordnend, sehen wir auch so ein bisschen Wandel vom ja, Bewegungsunternehmer, den es früher gab, der oder die durch bestimmte Führungs- und Organisationstalente ja, herausgestochen hat und die durch so einen bestimmten Schulungs- und Auswahlprozess innerhalb der Organisation gegangen sind, hin zur ja, Milieumanagerin, wenn man das jetzt genannt. Die sich vor allem selbst vermarkten und eher wie Influencer agieren, also sich auch ja, in einer gewissen Art und Weise selbst in Szene setzen können, dadurch, dass sie einfach ja, diese Plattform gründen können, Videoformate, Podcasts und so weiter mit relativ wenig Aufwand und eben nicht diesen Gang durch diese ja, bisschen institutionalisierten Bewegungen machen müssen. Ne? Das geht alles einher mit einer gewissen Kommerzialisierung des politischen Aktivismus. Also Hass wird hier zum Geschäftsmodell, was aber auch schon sehr wichtige Implikationen jetzt für die Akteure hat. Nehmen wir mal an, also das ist so ein bisschen eine Hypothese, die wir daraus abgeleitet haben, dass dass die jeweiligen Akteure so eine bestimmte Balance hinbekommen müssen aus ideologischen Überlegungen und monetärem Kalkül, weil sie ja von beidem so ein bisschen abhängig sind und die auch interdependent miteinander sind. Was irgendwie mittel- und langfristig schon auch zu einem gewissen Konfliktpotenzial in der Bewegung führen könnte, gerade wenn Ressourcen weniger werden oder die Mobilisierung eben schwächer wird. Genau, das war jetzt so ganz kurz. Ich hoffe, ich war einigermaßen in der Zeit, so die Einleitung von mir. Und genau, also ich weiß, die Links werden wahrscheinlich später auch noch des Öfteren kommen. Hier schon mal nochmal der QR-Code zum Report und der Newsletter, aber könnt ihr auch später nochmal abonnieren. Ich glaube, jetzt ist noch Zeit für kurze Fragen, ne? Genau, weil es hier gerade so schön auch steht, herzlichen Dank natürlich auch an unsere Förderpartner, die Bausstiftung und das Familienministerium, die das Ganze hier möglich machen. Und es kam gerade im Chat auch die Frage nach, ob wir die Präsentation versenden können. Die können wir danach umschicken. Und genau, jetzt haben wir ganz kurz Zeit für Verständnisfragen. So in die inhaltlichere Tiefe würden wir dann gehen, wenn wir Dominiks Part auch noch gehört haben. Deswegen erstmal jetzt an der Stelle die Frage in die Runde. Gibt es Verständnisfragen zu dem, was Harald gerade vorgestellt hat? Dann gebt kurz ein Zeichen im Chat und dann würden wir euch kurz den Ton einschalten.
Das sieht erstmal nicht so aus. Genau, es kam nur noch die Frage nach der Methodik. Also die findet ihr alle im Trend Report, dass an der Seite der jeweiligen Rubriken ist immer so ein Reiter, wo ihr dann auch nochmal kurz reingucken könnt, wie wir das gemacht haben. Genau, das ist hier im Chat auch mit verlinkt inzwischen. Genau, und sonst, falls noch Fragen sind, könnt ihr auch gerne mal schreiben oder so. Ja, also der Chat ist offen, stellt sie gerne die ganze Zeit hier rein. Und dann, genau, ich glaube, Harald, dann könntest du die Präsentation jetzt wieder schließen und dann sehen wir auch Dominik wieder groß. weil jetzt würde ich dich einladen, was zu deiner Arbeit zu erzählen. Vor allem haben wir uns jetzt ja in der Arbeit der BAG für den aktuellen Report Telegram angeschaut. Du hast dir vor allem auch Incentivized-Plattformen nochmal mehr angeschaut. Odyssey ist eine davon, wurde jetzt hier gerade schon genannt. Vielleicht kannst du das nochmal für uns einordnen. Also was sind Incentivized-Plattformen? Und in eurem Report ging es vor allem auch um die ja, Bitcoin-Technologie, die für Finanzierung als Grundlage dienen kann. Und es wäre toll, wenn du ein paar Dinge zu den Key Findings sagst und dann steigen wir auch ein in die Fragerunde. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, im Rahmen dieses Forschungsprojekts Radikalisierung in rechtsextremen Online-Subkulturen entgegentreten, das vom Bundesministerium der Justiz gefördert wird, an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Förderer, haben wir uns unter anderem die Videoplattform Odyssey angesehen. Das war in einem Report, dessen Lead-Autorin Paula Martlach war, meine Kollegin, die als Analystin beim ISD arbeitet und die auch schon früher bemerkt hat, so Incentivized-Plattformen sind ein interessantes Thema eben auch, weil sie Monetarisierung ermöglichen und eben eine solche ist Odyssey. Was vielleicht kurz wichtig ist, ist eine Geschichte der Plattform, ist nämlich entstanden aus einem anderen Unternehmen, Library. Hat sich dann aber als eigenes Unternehmen jetzt nicht ganz abgespalten von dem, aber es ist ein eigenes Unternehmen mit eigenem CEO, hat aber etwas eingebunden, das sogenannte Library-Protokoll. Das ist ein Blockchain-Protokoll, das eben von Library betrieben wird und das ist eine eigene Kryptowährung, die Library-Credits beinhaltet. Und diese werden auf der Plattform Odyssey benutzt zur Monetarisierung von Inhalten. Also mit diesen Library Coins kann ich zum Beispiel Videos bei der Suchmaschine weiter oben platzieren. Ich kann Trinkgeld da geben, ich kann die Inhalte von anderen boosten und so weiter. Also es haben, Library Coins haben einige Funktionalitäten. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen, den Library selber angemerkt hat, denn Library ist in juristische Schwierigkeiten gekommen mit der Börsenaufsicht der USA, dem SEC, weil sie Library Coins ausgeschüttet haben an Leute, die in das Unternehmen investiert haben. Library hat nun argumentiert, nun, das ist ein funktionales Element dieser Plattform oder generell von Library. Library ist auch, soll auch funktionieren, also digitales Archiv eben, auf dem man auf der Blockchain Sachen festschreiben kann und dann Zugang zum Beispiel über Library Coins regeln kann, Library Credits, pardon. Library hat dieses Verfahren verloren und steht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vor der Auflösung des Unternehmens. Die Konsequenzen, die das haben wird für Odyssey und die Monetarisierung dort, konnte ich persönlich noch nicht abschätzen. Es gibt auf jeden Fall das Gerichtsurteil, dass eine Strafzahlung fällig ist in sechsstelliger Höhe. Ja, ich probiere mal mich abzustöpseln. Einen Moment. So, klingt es besser? Okay, super. Also, wie gesagt, Library, das kann man noch genauer nachlesen, wie das Verfahren ausgegangen ist. Es ist jetzt allerdings die Frage, wie die Monetarisierung auf Odyssey weitergeht, die ja auf dieser Kryptowährung basiert. Der Gag ist auf Odyssey, also Odyssey nimmt noch eine zweite Sache mit von dem Unternehmen Library, aus dem es ausgegründet wurde. Das ist ein gewisser libertärer Ethos, der die Library-Geschäftsführung
bewogen hat, auch eine Plattform zu schaffen, die sehr auf Redefreiheit setzt. Im amerikanischen Sinne. Das heißt, auf Odyssey wird sehr spärlich moderiert, was natürlich schon mal attraktiv ist für ein gewisses Milieu innerhalb des rechtsextremen Online-Milieus. Also ich habe dort nochmal gestern nachgesehen, festgestellt, sind immer noch Videos, die den Holocaust leugnen, ohne irgendwelche VPN-Filter oder so zugänglich auf der Plattform. Wir haben letztes Jahr festgestellt, so diese Livestreams des Buffalo-Attentäters waren dort zu finden. Mittlerweile hat jemand diesen Live-Mitschnitt hinter eine Paywall gesteckt. Das heißt, verdient jetzt richtig damit, dass sich Leute dieses Streaming ansehen. Und diese Paywall wird eben mit Library Credits betrieben. Und diese Mischung aus einer sehr zurückhaltenden Moderation und der Möglichkeit, Inhalte zu monetarisieren, macht eben Odyssey als Plattform attraktiv für Teile dieses rechtsextremen Online-Milieus, für Leute aus dem verschwörungsideologischen Online-Milieu, die dort Videos hochladen. Wir haben uns dort nicht nur in dem Report, wie gesagt, wunderbar angeleitet und als Lead-Author vorangetrieben von meiner Kollegin Paula Matlach. Wir haben uns dort nicht nur angesehen, was sind die Affordanzen, also was sind die Funktionen dieser Plattform, die sie attraktiv machen. Wir haben uns nicht nur Inhalte angesehen, sondern auch eben die Finanzen analysiert. Für die genauen Zahlen muss ich jetzt gleich spicken, die habe ich so nicht im Kopf, aber wir haben uns so, ich glaube, 53 Kanäle angesehen, mit Hilfe des eigenen Blockchain Explorers von Library. Und haben uns deren Einnahmeverläufe über den Forschungszeitraum angesehen und dort quasi Durchschnitte gebildet, das alles zusammengerechnet. Ich hoffe, Sie entschuldigen jetzt kurz, ich habe da was vorbereitet. Es ist relativ schwierig, sowas klar zu sagen, weil Library Credits sehr volatil sind. Also die sind auch zwischen kann das kurz darstellen. Umgerechnet würden diese nach aktuellem Kurs, das war am 13.05. letztes Jahr, insgesamt 3.839 Dollar entsprechen. Einen Monat zuvor lag dieser Kurs allerdings deutlich höher. So waren die Credits vor 4 Wochen noch mit 7.578 US-Dollar quasi zu bewerten. Sie merken also, die Kursschwingungen machen es, also das ist auch schon eines der Probleme, über das wir sicher sprechen werden, machen es hier sehr schwierig, diese Kryptowährung klar wertend einzuschätzen. Wir haben festgestellt, die Einnahmen, die diese 53 Accounts insgesamt gemacht haben während der Zeit, entspricht ein Gesamt von 122.306 US-Dollar, wie gesagt, verteilt auf diese Accounts. Es gab hier aber auch Accounts, die mehr eingenommen hatten, also fast um die 33.000 US-Dollar und ein anderer um die 26.000. Und das ist aber, wie gesagt, über den Zeitraum. Und ich glaube, mittlerweile ist LibraryCoin noch um einiges weniger wert als zu diesem Punkt. Und es ist auch gar nicht klar, ob sich diese Währung erhalten wird, ob die Währung, also ich weiß nicht, ob jemand einen Buyout macht von dem, wie gesagt, aber es hat ja halt gezeigt, dass man durchaus mit Odyssey Geld verdienen kann. Es ist nicht genug als eigenes Standbein. Wir haben auch noch mal einzelne Videos analysiert und dann festgestellt, okay, da kommt, wenn man ein richtig erfolgreiches Video hat und viele Leute tippen, kriegt man damit, weiß ich nicht, 20 Euro zusammen. Also damit finanzieren sie nicht alleine ihre politische Aktivität, aber es ist ein willkommenes zusätzliches Standbein. Und es kann natürlich ganz eigene Effekte auch in Gang setzen, wenn sie sich gegenseitig beispielsweise tippen, wenn sie Currency, die sie erhalten haben, eben nicht wie die Milieumanager zum eigenen Fortkommen zum Beispiel nutzen, so als Geschäfts- und Lebensmodell, sondern sie sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld
an Trinkgeld erwirtschaftet mit dem Video und nehme das sofort, um andere Videos von Freunden von mir zu boosten oder um meine eigenen Videos weiter voranzutreiben in dieser, also in dieser Suchmaschinenfunktionalität, die Plattform selber anbietet. Das heißt, wenn wir Finanzierung hier wirklich weiterdenken, auch als Bewegungsfinanzierung, dann können Sie mit solchen im Vergleich, wie gesagt, also SPLC hat Kryptowährungen bei Rechtsextremen untersucht, das sind Millionenbeträge in US-Dollar dabei. Im Vergleich dazu sind es kleinere Brötchen, aber auch das kann hilfreich sein, dafür Sachen weiter zu verbreiten. Plus, wenn Sie Sachen auf einer dezentralen Blockchain speichern, ist es vielleicht schwierig, wenn ein Odyssey sagt, wir kappen jetzt die Möglichkeit, über unsere Plattform das auf der Blockchain auszulesen. Aber es ist da erstmal gespeichert. Das heißt, es ist zumindest zensurresistenter, in Anführungsstrichen, als auf YouTube. Sie müssen sich vielleicht eine eigene Software basteln, um das auszulesen, aber Sie haben Ihr Video, meinetwegen von dem Buffalo-Shooter, irgendwo gespeichert, wo schwieriger wegzubekommen ist als über einen normalen Meldevorgang. Und das waren die Problematiken dieser Plattform, die wir gesehen haben, die sich teilweise fortsetzen, die Sie in unserem Report auf Odyssey erhältlich auf der ISD Germany Website oder auch auf isdglobal.org gerne nachlesen können. Ich glaube, soweit als Kurzzusammenfassung erstmal. Genau. Ja, vielen Dank. Das ist sehr spannend. Ich gucke nochmal in den Chat oder ins Publikum. Habt ihr jetzt konkrete Fragen an Dominik und dann auch gerne in die an Harald sozusagen? Dann würden wir die Fragerunde eröffnen und ins Gespräch kommen. Ich hätte eine konkrete Frage an dich, Dominik. Wer ist denn das Publikum, was auf Odyssey unterwegs ist? Das klingt vor allem nach schon radikalisierten Menschen und nicht nach der breiteren Öffentlichkeit. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Vielen Dank. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt auf Odyssey unglaublich viele Videos, die und auch deren Creators komplett unpolitisch sind. Also sie finden da auch Reisevideos, Kochanleitungen, Leute, die Gitarre spielen. Dann finden sie da Menschen, die ihre Meinung zu aktuellen Themen äußern, teilweise eben auch aus dem verschwörungsideologischen rechtsextremen Bereich. Sie finden Leute, die so quasi Experten in Sachen Krypto sind. Das ist natürlich schon immer etwas, wo man etwas hellhöriger wird, generell, weil Krypto ja auch immer eine eigene Ideologie mitbringt. Aber, also wie gesagt, es ist keine rechtsextreme Plattform in dem Sinne, dass das nur von extrem Rechten frequentiert ist, die sind aber auch dort. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die am erfolgreichsten sind mit Videos, die aktuelle Nachrichtenthemen besprechen. Also mit Videos zum Covid-19, Videos zum Krieg in der Ukraine. All das sind so die Themen, die dort gepusht werden und die dort richtig viel Aufrufe haben. Die radikaleren Sachen, wie zum Beispiel diese Holocaust-leugnende Dokumentation, die ich angesprochen hatte, haben vergleichsweise weniger Aufrufe. Die sind halt auch da und sind für die Leute, die das irgendwo finden wollen, nützlich. Es ist aber im Vergleich zu so, wie soll man sagen, Live-Podcasts oder Nachrichten-Reviews von irgendwelchen Szenegrößen etwas, was weniger nachgefragt wird. Und das ist so die Szenerie, an die sich das wendet. Und das ist auch die Szenerie, die damit mehr Einnahmen generieren. Also sie gehen auf Odyssey, wenn sie schon einen Namen haben in der Szene, dann können sie dort auch richtig Geld machen. Wenn sie noch unbekannt sind, werden sie auf Odyssey selber nicht bekannt und machen da nicht so viel Geld, egal wie viele Videos übrigens sie raushauen. Also wir haben viele unbekannte Accounts, die richtig viel Videos posten. Das ist ja auch eine Strategie, die in anderen Plattformen funktionieren könnte. Auf Odyssey hat das nicht gefruchtet, zumindest in unserem Beobachtungszeitraum. Genau, das wäre so das Spektrum, also auch das verschwörungsideologische Spektrum, das Anti-Lockdown-Spektrum, aber auch so klassisch
rechtsextreme bis neonazistische Gruppierungen. Ja. Dankeschön. Hier schließt sich noch eine Frage an zu der Zielgruppenfrage, nämlich aus pädagogischer Sicht wäre auch interessant, welche Altersgruppen vertreten sind. Also ob da auch Jugendliche darunter sind. Inwiefern kannst du da was dazu sagen oder ist das schwer zu sagen? Ich nehme an, dass sich Jugendliche vor allem über so Gaming- und Streaming-Inhalte ansprechen lassen, die dort auch vorhanden sind. Ich denke aber, dass ein Großteil auch jugendlicher NutzerInnen, also auch unter denjenigen, die vielleicht anfälliger sind für rechtsextreme Propaganda, trotzdem noch in vergleichsweise ähnlichem Maße auf YouTube finden, weil also gerade für diese Sachen, die Jugendliche ansprechen, gibt es da vergleichsweise wenig Gründe, Sachen auf Odyssee zu suchen, wenn ich noch nicht radikalisiert bin, die ich nicht auch auf YouTube finden würde, zum Beispiel. Genau. Aber also es gibt schon so zum Beispiel Gaming-Streams. Es gibt auch viele Leute, die auf YouTube Sachen posten und die einfach auf Odyssey cross-posten, weil es dort eben diesen Anreiz gibt, Sachen zu monetarisieren. Wir denken sich, das nehme ich einfach nur mit. Kostet mich vergleichsweise wenig. Wenn ich Glück habe, kriege ich da auch noch Trinkgeld, dann kommt ein bisschen was zusammen. Das wäre also, glaube ich, eher was, was Leute damit und genau. Dankeschön. Harald, du hattest dich noch gemeldet und dann sehe ich hier Corinna. Genau, mich würde noch interessieren, ob ihr ein bisschen einschätzen könnt, ob tatsächlich die Message irgendwie eher im Vordergrund steht oder tatsächlich auch die Monetarisierung bei den einzelnen Nachrichten. Weil, also, wir hatten irgendwie so das Ding bei YouTube, wo ja einige auch tatsächlich Geld mit verdienen können und war halt immer so so die Abwägung, machen die das jetzt tatsächlich, um sich zu finanzieren oder halt eher eigentlich schlicht, um ihre Message halt rüberzubekommen. Und die Monetarisierung ist dann einfach nur so ein willkommenes Beiwerk dabei. Also es gibt einzelne Influencer, wo ich annehmen würde, dass die schon mehr auf die Monetarisierung hoffen, auch aufgrund der Tatsache, es gibt bei Odyssey quasi verschiedene Arten von Accounts, die man kaufen kann, die auch verschiedene Verbreitungsmöglichkeiten erlauben. Und es gibt halt verschiedene Influencer, die vielleicht auf anderen Plattformen einfach überhaupt nicht mehr aktiv sein können, die dort dann vermutlich ein bisschen auf eine Mischung aus beiden hoffen, um ihre Ausgaben Reichweite und ihre weggebrochenen Einnahmen irgendwie auszugleichen, die das also auch müssen. Ich habe aber den Eindruck, für die meisten ist tatsächlich im Vordergrund die Attraktivität, die Message nochmal woanders zu posten oder irgendwas zu haben, wo die auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, sollte man sagen, nicht gelöscht wird. Oder höchstens vielleicht geoblockt wird. Ich denke, dass die Monet, also es gibt Leute, bei denen man, wenn man sich anschaut, wie viel die auch einsetzen, damit ihre Videos definitiv on top sind, wo man merkt, die nutzen das strategischer, haben irgendwie mehr die Affordanzen durchdrungen und wollen es vermutlich sowohl machen, um ihre Message zu verbreiten, als auch um damit mehr Einnahmen zu generieren oder verhalten sich zumindest so. Ich glaube auch, also es gibt schon so, auch in der rechten Szene, das sehen wir immer mehr, Milieumanager, die das als Geschäftsmodell machen. Es kommt mit diesem Influencer-Ding stark auf. Glaube aber, was wichtig ist, ist zu sehen, dass diese starke Grenze zwischen ich mach's fürs Geld oder ich mach's für die Message dort gar nicht der Fall ist, weil in vielen rechtsextremen Überzeugungen diese Mischung aus Austausch auf dem Markt und Austausch von Meinungen sehr nah beieinander liegt. Das heißt, damit Geld zu verdienen, ist überhaupt nicht antithetisch zu der Überzeugung, sondern, also das sehen wir schon, weiß ich nicht, bei den Radioagitatoren der 1930er Jahre und das zieht sich irgendwie durch und hat sich irgendwie durch dieses Influencer-Modell quasi mit neuer Stärke wieder durchgesetzt, dass Leute dann sagen, so quasi, das bin einfach ich und deswegen verkaufe ich das auch. Das ist okay. Und das ist nochmal was anderes als in dieser Reichsbürger-Szene, wo Leute ihre Anhängerinnenschaft wirklich so die weirdesten, weiß ich nicht,
Anti-Orgon-Pyramiden oder sonst etwas aufschwatzen, wo wir also wirklich sehen, das sind ZynikerInnen am Werk, die ansonsten, also die wenig ideologisch von dem halten, was sie da erzählen. Aber ich glaube, die rechtsextremen Influencer unserer Zeit, auch wenn es diese, weiß ich nicht, ob es die Tradwife-Influencerin ist, die auch irgendwelche Pillen anbietet oder irgendwelche anderen Leute aus rechtsextremen Bewegungen, die sich zum Marketingmanager ihrer selbst quasi gemacht haben. Für die ist nach der Logik quasi, was nichts kostet, ist auch nichts. Das eins. Ich kann hier auf einen Beitrag der Rechtsextremismusforscherin Greta Jasse verweisen, die The Little Big Man of the Alt-Right, glaube ich, vor einigen Jahren beschrieben hat und das sehr schön daran auch dargestellt hat. Vielleicht als Reading-Tipp. Genau. Genau, Corinna fragt noch und die Frage würde ich noch aufnehmen, bevor wir dann, ach so, da sehe ich gerade auch noch ein paar mehr erhobene Hände. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, aber wir wollen euch gleich auch noch in Breakout-Räume schicken. Genau, also die Frage von Corinna ist, bezieht sich auf die dargestellten Schwankungen der Kryptowährung. Als absolute Laien dieser spezifischen Finanzwelt habe ich primär das Konzept Angebot und Nachfrage im Kopf bezogen auf Kryptowährung. Gibt es hier einen Zusammenhang zu szenischen Gegebenheiten oder ist das die falsche Richtung? Ich habe mal angeguckt, das mit dem Kurs gegengerechnet und das ist so, ja, so ein Hin und Her. Also man kann da wirklich keinen Zusammenhang zwischen jetzt den Spenden und dem aktuellen Kurs nachvollziehen. Was man allerdings sehen kann, ist, also es gibt so, ja, zwei verschiedene Akteurstypen, die einen warten halt immer so, bis so Spenden kommen und verkaufen das dann alles in einem Rutsch sozusagen, wenn halt gerade der Kurs einigermaßen passt und eben da schon relativ, also größtenteils schon recht große Kursgewinne teilweise mit. Und andere hatten sofort nach dem Eingang immer wieder verkauft. Also es gab so eine Handvoll Akteure, die tatsächlich. Da ging quasi die Transaktion ein und dann innerhalb von ein paar Stunden später wurde sie dann vielleicht auch automatisch wieder verkauft und in quasi Euro umgetauscht. Also, aber wie gesagt, also die Kursgewinne sind schon noch auch wahrscheinlich recht beträchtlich, was so dieses, so die ganzen Zahlen anbelangt. Dazu vielleicht auch noch, also es gibt gerade bei Kryptowährungen, es gibt Leute, die vielleicht diversifiziert in mehrere investieren und die vielleicht, wenn sich eine andere Kryptowährung als Scam herausstellt, in die sie viel investiert haben, dann auch in der einen verkaufen, um diese Verluste wieder auszugleichen, weil sie viel Geld verloren haben. Das heißt, also das sind schon Marktgesetze, aber eben auch stärker als in anderen Bereichen Marktmanipulationen durch sogenannte Pump-and-Dump-Schemes, Rug-Pulls, Ponzi-Schemes, wie sie alle heißen. Das ist ja ein vergleichsweise unregulierter Markt, stark am Laufen und dadurch, also im Prinzip folgt viel den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, aber eben auch von manipulierten Angeboten und Nachfragen. Glaube ich, wäre sowas, was nur hinterher schieben würde. Und das hat viel mit so Cross-Investieren zu tun. Also um Himmels Willen, Bitcoin macht gerade das und das, ich muss sofort, weiß ich nicht, meine Ripples in Sicherheit bringen oder so. Entschuldigung für alle, die sich mit Krypto besser auskennen und jetzt sagen, jetzt redet der aber. Ja, es ist ein schmaler Grat. Ich glaube, du hast auch schon diverse Begriffe genannt, wo andere auch wieder ausgestiegen sind. Also manche, man kann sich da, glaube ich, sehr gut, sehr tief reinfuchsen, muss man auch. Es gibt auch noch viele Fragen dazu. Also auch, was ist so das Attraktive rund um Kryptowährungen, Kryptofinanzierung? Du hattest von das Subkulturelle, Kulturelle auch angesprochen. Auch die Frage der Regulierung, die jetzt gerade nochmal kam. Aber ich würde trotzdem an der Stelle eine ganz kurze Pause jetzt für diese
Runde machen. Und wir haben hier noch mehr ExpertInnen auch im Publikum. Und auch wenn ihr vielleicht nicht so tief drin seid, habt ihr vielleicht trotzdem spannende Fragen oder Gedanken, die wir euch bitten wollen, in einer kleineren Runde zu teilen. Also wir schicken euch jetzt in Breakout-Räume und nehmt gerne eure Gedanken mit in diese kleinen Runden und teilt sie danach auch im Chat. Also wir kommen dann nochmal zusammen und diskutieren dann ungefähr nochmal eine halbe Stunde weiter, auch gemeinsam mit Harald und Dominik. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne direkt in den Chat. Dann haben wir einen ganz guten Überblick, was da so an Fragen noch kommt und gucken, wie viel wir noch reinnehmen können. Und ich würde sagen, wir schicken euch jetzt 8 Minuten in die Breakout-Räume. Genau, und wir hoffen, euch gleich wiederzusehen.